Mit deiner Hilfe wird Theben uns gehören. So die Ahnen es wollen. Hey, du bist zurück! Nicht? Lebende Ahnen kauft meine Arbeit. Das hätte ich nie zu träumen gewagt. Riecht das gut. Solltest du nicht mit dem CEO sprechen? Ich weiß nicht viel. Sie sagen, dass du unsere Arbeit... Folge deine Befehle. Vertraue dir nicht. Ich bin im Lager der Offiziere. Also nehmen Sie. Unsere Pflicht im Vermächtnis. Können Sie nachher meine Schüsse übernehmen? Okay. Auf zur großen Pyramide und zum Donnerkiefer. Eine Barbarin! Lauf, Fremde! Hier läuft eine Killermaschine rum! Ja, die Maschine wird dich töten! Da bist du ja. Dann geht's jetzt wohl los. Thank you.
hast die Maschine erlegt. Euer CEO schickt mich. Ich muss mit Alva sprechen. Na dann unbedingt. Öffnet die Tore. Du, komm mal rüber. Auf ein Wort. Alva, zum Glück geht's dir gut. Oh, du hast diese Maschine erledigt. Aber was machst du denn hier? Ich brauche etwas, das aus Theben stammt. Ich war in Landfall. Traf deinen CEO. Wir haben uns irgendwie geeinigt. Und du hilfst uns, reinzukommen? Vermutlich. Die Sache war recht ernst. Irgendwie ist der Kerl komisch. Und ich verstehe nicht, was er in Theben sucht. Ich dachte, wir hätten die Daten für dein Volk auf dem Festland gefunden. Es wird Jahre dauern, die Daten zu sichten. Der CEO will schnellere Ergebnisse. Aloy, du musst vorsichtig sein. Er ist... Da sind sie! Dem Vermächtnis nach hat Elisabeth Sobek den Ahnen geholfen, die Hindernisse zu beseitigen. Wie es auch heute geschehen ist. Du hast dein Wort gehalten. Das freut mich. Theben wartet auf uns. Wollen wir? Was eine Ausgrabung. Viel davon war überflutet. Wir mussten eine Menge Wasser rauspumpen. Sieh her, die Tür von Theben. Eine Tür wie keine andere. Da hast du wohl recht. Nur ein Mann kann sie öffnen. Ted Farrow. Doch dem Vermächtnis nach arbeitete er eng mit Sobek zusammen. Er vertraute ihr. Mit Sicherheit kann sie die Tür öffnen und du auch, sicherlich. Auf gar keinen Fall. Zumindest nicht von der Seite. Du sagtest, sie sei eine lebende Ahnin mit Sobeks ewiger Essenz. Wenn ich darf? So großartig Farrow auch war, er hat diesen Palast doch nicht allein errichtet. Das wissen wir aus den Datenfragmenten, den Daten, die uns an diesen Ort geführt haben. Und wir fanden Hinweise auf unterirdische Gänge. Vielleicht waren sie für die Arbeiter gedacht. Oder für Diener. Wir können sie nicht nutzen. Der Weg ist geflutet und sie sind tief unter Wasser, aber... Ja, ich kann sie nutzen. Vielleicht gibt es da unten noch einen Eingang. Siehst du? Bei Sobek gibt's immer einen Ausweg. Tu, was du tun musst, damit wir da reinkommen. Ist ein Riss. Vielleicht ein Eingang. Ja, so könnte ich reinkommen.
Hier muss irgendetwas sein, womit man die Turbine schaffen kann. Turbine steht. Gut. Ein Wohnbereich und ziemlich groß. Hoffentlich geht's hier zum Haupteingang, dann kann ich die Quinn reinlassen. Sieh sich das einer an. Ziemlich nobel für einen Bunker. Das sieht wie eine Art Zugangskontrolle aus. Ah, gut. Eine Notausgangsfunktion. Offen. Das Schicksal ist mit uns. Ich wusste, du schaffst es. Was ist hier los? Der CEO macht sich bereit für Theben. Oh, warum siehst du aus wie Ted Farrow? Ich bin Pharaoh, der Neue. Meine Essenz ist über Jahre, über Generationen die Seine geblieben. Seine Seele ist meine Seele. Sein Wille ist mein Wille. Wir sind nur auf eine Art getrennt. Ich brauche sein letztes Testament, seine dunkelsten Geheimnisse. Und jetzt, da die Tür geöffnet ist, sind diese Geheimnisse in Reichweite. Wenn ich sie kenne, werde ich so vollständig sein, wie er es war. Ich werde alles haben, was ich brauche, um unser Heimatland zu retten. Und, wie Pharaoh es tat, die Welt. Okay. Ich glaube, hier ist nicht ganz klar, wer Pharaoh wirklich war. Niemand weiß besser als ich, wer er war, wer er ist. Ich. Der Erneuerer. Der Größte der Ahnen. Der Mann, der die Welt gerettet hat. Und du, verstehst, Sobek. Du bist sie, Pharaohs Vorbotin, Assistentin. Komm, wir steigen gemeinsam nach Theben hinab. Wie es sein soll. Bring dir die Kleidung. Kleidung? Er ist Pharaoh, du bist Sobek. Sollte man für so ein wichtiges Ereignis nicht passend gekleidet sein? Nein, 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 nein. Nein, das ziehe ich nicht an. Niemals. Du wirst die passende Kleidung tragen, die zum Anlass passt. Sonst was? Sobek soll das Leben mehr als alles andere schätzen. Ist das wahr? Gut. Ich trage deine Kleidung. Sehr gut. Fahren wir fort. Schau dich hier um! Wie prächtig!
Pharaohs Gebiet. Einfach atemberaubend. Sehr gut. Irgendwo hier hat Pharaoh seine Geheimnisse versteckt. Finden wir sie. Euer Hochwürden? Vielleicht sollten wir Wachen an den Ausgängen aufstellen. Nun gut, so sei es. Der Gedanke, dass all das für die Ewigkeit erhalten ist. Wie mein Schicksal es für mich wollte. Pharaohs Gleichnis. Ein Denkmal für Pharaohs Größe. Das ist es, mein CEO. Ein Denkmal ist es auf jeden Fall. Nur für was? Ich glaube, hier geht es nach unten. Wunderbar. Präge dir alles genau ein, Bohai. Für die Nachwelt. Es wird ein eigenes Kapitel in deinem Vermächtnis, mein Lord. Pharaoh hat sich hier ganz schön eingerichtet. Ein Auge. Pharaoh hier wohl ein Fußballtattoo. Ich wollte schon immer so eins. Wir werden nicht weiter über deine Füße reden, Bohai. Ja, ich habe versucht, dich zu warnen. Ja, quasi. Wenn wir lange genug überleben, erkläre ich dir alles. Die da sehen wirklich bedrohlich aus. Ha, Statuen. Die Wächter von Pharaohs Gebiet. Das sind keine Statuen. Pass auf! Bring den Zio in Sicherheit. Dann hängt es wohl an uns. Ein Treffer! Gut! Danke. Wo ist Aufseher Bohai? Er ist zur Oberfläche zurückgekehrt. Eine weise Entscheidung. Wir dürfen nicht mehr Wahrsagerinnen verlieren als nötig. So, genug gewartet. Wir müssen weitermachen. Entlang. Immer weiter rum.
Was ist das? Ein Thron mit Rückenlehne. Daran ist eine Maschine befestigt. Was die wohl macht? Beeindruckende Installation. Wofür? Es tut mir leid, CEO. Ich weiß es nicht. Mein Fokus kann die Daten hier nicht lesen. Was ist mit der lebenden Ahnen? Sind die Daten verloren? Scanne doch bitte das Gerät. Habe die Gentherapie leicht verändert und neue Medizin gegen die Mutationssymptome angewendet. Hoffentlich stabilisiert sich die Lage nach der nächsten Behandlung. Wer weiß, was Ted uns antut, wenn es so bleibt. Die ersten Ergebnisse waren so vielversprechend. Keine Spur von Alterung, keine Zelldegeneration. Aber jetzt, wenn ich in meinem alten Labor in Bangkok wäre, oder bei meinen alten Kollegen, oder bei meinem alten Schnaps. Es reicht. Wir müssen positiv denken. Für Kenya. Ich weiß, dass du etwas gesehen hast. Liefern die Daten eine Erklärung für den Zweck dieses Geräts? Ich glaube, Pharaoh war in Behandlung, um sein Leben zu verlängern. Sehr zu verlängern. Wirklich? Könnte er noch am Leben sein? Red keinen Blödsinn. Wenn er überlebt hätte, hätte er seine Essenz behalten. Dann hätte er sie nicht an mich vererbt. Vergiss nicht, dass er der Erneuerer war. Er hätte sich bei der Suche nach den Geheimnissen von Leben und Tod durch nichts aufhalten lassen. Aber nicht für sich selbst. Alle seine Taten waren auf einen Neuanfang ausgerichtet. Für uns, die Quen. Und für seinen wahren Erben, mich. So langsam glaube ich, du hast recht. Du hast wirklich viel mit Ted Pharaoh gemeinsam. Ich wusste, dass du mir zustimmen würdest. Fahren wir fort. Seine Geheimnisse warten. Ist das ein kleines Büro? Für einen niederen Funktionär vielleicht?